Hallo, hier ist Günther von Enduro Motorradtouren. Und? War das Rätsel schwierig? Nein, im Grunde war es ganz leicht. Es handelt sich nämlich um folgende Maschine. Richtig, eine Honda Transalp, uralt, wunderbar, mit allem Pipapo. Eine geile Maschine und ewig haltbar. Mit dieser Maschine werde ich dieses Jahr herausfahren. Warum habe ich keine GS? Ganz einfach, jeder hat eine GS. Das ist langweilig. Eine GS ist außerdem unheimlich schwer. Das Ding hier wiegt vollgetankt mit allem Pipapo, 200 Kilo. Und das ist einfach viel leichter. Und außerdem, vorneweg muss ich nicht so schnell fahren. Hinten ist der Ziehharmonika-Effekt. Der letzte Mann braucht am meisten Dampf. Ich vorne fahre ziemlich gleichmäßig. Alte Erfahrung aus tausenden von Touren. Insofern probiere ich es jetzt einfach mal mit der Transalp. Und wenn das zu langsam, zu lasch sein sollte, nun ja, der Markt ist groß, dann gibt es halt was anderes. Also, in diesem Sinne, wer es richtig hatte, kann sich auf was Schönes freuen. Bis dann, wir sehen uns, euer Günther.